Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Einblick, Einblick. Wir schauen uns heute Turmflucht an oder auch Tower Escape, wie es eigentlich auf Steam heißt. Ein Tower Defense Reverse Spiel. Aber das werden wir gleich sehen. Die dummen Elfen haben dich, den mächtigsten Geistbeschwörer des Königreichs, gefangen genommen und in deinen Turm geschwört. Zum Glück kannst du deinen Necronomicon einschmuggeln und hast einen Plan zur Flucht ausgeheckt, indem du deine Armee von Toten zurückgerufen hast. Klicke mit der linken Maustaste auf eine Stelle, um deine Schlange zu bewegen. Hohoho! Und einen Weg zu schaffen, den deine Lieder benutzen können, um die Schlüssel und Schätze zu holen. Die nächste Etage wird freigeschaltet, wenn alle Schlüssel eingesammelt sind. Dann können jeweils nur einen Gegenstand bei sich tragen. Mindestens ein Diener muss aussteigen, um die nächste Welle zu erreichen. Bewege deinen Mauszeiger über die Wachen, um ihre Reichweite zu sehen und versuche ihren Angriffen auszuweichen, während du alle Schätze einsammelst. Okay. Also hier kommt unsere Schlange. So, und wir sehen Reichweite. Was sind 7 SP? Der Bereich hier. Ach, das da ist seine ganze Reichweite. Ja, dem werden wir wohl kaum ausweichen können. Wir können aber natürlich hier lang. Da lang. Die Münze holen. Dahin. Und wo ist der Ausgang? Das da. Rennt, meine Minions, rennt! Jawohl, wir haben beides gesammelt. Easy enough. Plane deinen Weg durch den Turm sorgfältig, denn in einigen Levels gibt es Bonusschätze oder einen Laden, auf den du dich konzentrieren kannst. Wenn du auf der Suche nach bestimmten Karten bist, wenn du mit der rechten Maustaste auf einen Raum klickst, wird der Ausgang im Level darüber angezeigt. Okay. Na gut, momentan haben wir ja keine Möglichkeit. Oh, guck mal, man kann unser Ding petten, unser Minion. Klicke und ziehe deine Diener, um ihre Reichreihenfolge zu ändern. Versuche Diener mit niedriger Geschwindigkeit vorne zu platzieren, damit schnellere Einheiten aufholen und die stärkere Gruppe zusammenführen. In der Summe liegt die Stärke, also pass auf, dass Diener mit der höheren Verzögerung keine Lücken in der Formation hinterlassen. Okay, aber das ist bei denen egal. Kann ich auch schmelzen, das ist ja brutal. Schilde können Treffer ablocken, werden aber schädlich und gehen schließlich kaputt. Diener sind gierig und lassen sie ihre Schätze fallen. Tränke können für kurze Zeit heilen und die Geschwindigkeit erhöhen, werden aber vom ersten Diener, der sie erreicht, aufgebraucht. Also unser Stänkchen soll hier lang, da lang. Ich habe ja nichts davon, dieses Schild da aufzusammeln. Und wieder weg. Rennt, meine Minions, rennt! Sehr gut. Perfektes Überleben. Rekrutiere neue Diener, die du deiner Armee aufnehmen kannst, oder füge sie Seiten zu deinem Zauberbuch hinzu. Der Speicher wird jedes Mal aktualisiert, wenn du eine neue Etage betrittst, oder er kann jederzeit gegen eine Gebühr neu erstellt werden. Mit einem Rechtsklick auf eine Karte kannst du sie sperren oder einsperren. Also, nehmen wir doch mal so ein Fledermäuschen. Ja, Mäuselchen. Kann ich noch mehr nehmen? Womit zahle ich da? Damit? Die Anzahl der Diener in deinem Team, sammle Münzen, um neue Karten zu kaufen. Warum sollte ich nicht alle kaufen? Okay. Eine der Diener kann zu einer verbesserten Version kombiniert werden. Sie sind stärker und haben bessere Überlebensstärke, aber mit weniger Diener können auch weniger Schätze gesammelt werden. Der meint er den eben. Die kann man zur verdammte Kombi mit zwei Karten. Kann man machen. Jetzt ist es ein Riff. Okay.
So, hier brauchen wir wieder da ein Schlüsselchen. Da ist die deren Reihenfolge. In deren Bereich wollen wir eigentlich nie rein. Einfach wirklich schnell durch, oder? Wir haben es alle geschafft. So, jetzt können wir hier wieder einen Bereich auswählen. Eine zusätzliche Truhe oder auf Lager verdammte. Nehmen wir mal die zusätzliche Truhe. Genau, bitte. Ein Scott, aber können wir uns nicht leisten. Alle Diener plus ein Leben können wir uns leider auch nicht leisten. Nehmen wir mal so ein Schwumi. Goldschilde funktionieren wie ein normales Schild, sind aber 2 Münzen wert, wenn sie es herausschaffen. Oder verwandeln sich in eine Münze, wenn sie zerstört werden. Okay. Die Reihenfolge kann man ja auch ändern von den Boys. Das heißt, eigentlich sollten ja die langsamen vorne starten und die schnellen dann hinterher kommen, ne? So. Gibt mehrere Ausgänge, aber wir wählen nur einen. Ah, da entscheiden wir, wo es lang geht quasi. Okay. Ja, Moment. Wir graben uns das hölzerne Schild. Gehen hier runter. Oh, da ist aber ein starker. Egal. Gehen nur ganz kurz da rein. Warum wollen wir gierig sein? Ich brauche ja sowieso auch noch den Schlüssel. Zack. Dann da runter. Mal schauen, was passiert. Autsch. Da ist einer drauf gegangen. Aber wir schaffen es. Sogar das Zombie-Baby schafft's. Ein Diener ist gestorben, aber es ist nur eine kleine Unannehmlichkeit für einen Kommandanten. Sie werden in der nächsten Welle zum Leben erweckt. Eine Menge Money. Oh, Diener verbessern, das ist es. Okay, cool, cool. Was ist das hier? Verzögerung. Zeit, dieser Diener braucht, um zu spawnen. Okay. Der Opalchip ist doch mega. Ein Diener mit einem leeren Sockel. Irgendwie hinzufügen. Zack. Der hat jetzt richtig viel Leben. Okay, wie machen wir das am geschicktesten? Der hat da seine Reichweite und da. Das heißt, wir müssen hier mittig durch. Zack. Haben wir den Schlüssel. Hier gehen wir rein und dann da wieder raus und dann da runter. Rönt, meine Minions, rönt! Ja, die schaffen gar nichts, alles gut. Okay. Kann man wieder sehen, wo wir hinkommen würden. Whatever. Ein Dieb kann nicht angegriffen werden, wenn Münzen getragen werden. Interessant. Bei Todgeschwindigkeitsflecht spawnen. Der ist aber teuer, aber damit können wir den verbessern. So, und zwar können wir die beiden jetzt kombinieren. Zu Dunkelheit. Mega. So, da unten geht's raus. Okay.
mal Lister snacken. Hier rein. So, da müssen wir sowieso wieder in Bereiche rein, wo die Gegner sind. Zack. Dahin. Das da. Und da rein. Versuchen wir es. Okay, da hat schon mal einen Schlüssel. Gut, haben wir gemacht. Jetzt spawnen da noch mehr Arschgeigen. Wen verbessern wir diesmal? Den da. Okay. Wir brauchen den Schlüssel da oben und hier. Der Rest ist eigentlich irrelevant tatsächlich. Weil die bringen mir gar nichts, die restlichen Sachen. Aber da müssen wir halt schlicht und ergreifend einfach durch in den sauren Apfel beißen. Das ist der beste Weg. Und da einfach wieder zurück. Es ist halt interessant, dass die sich kreuzen dürfen und auch wieder zurück und so. Ich hätte schon fast damit gerechnet, dass es nicht erlaubt ist bei dieser Art von Spiel, aber ist ja nicht mein Schaden. Okay, das erinnert mich auch so krass an Dingsmusik von Castlevania. Aber ist zweifellos auch daran angelehnt. Bei Todverbündeter erhalten dauerhaft plus 1 Geschwindigkeit und 3 Reichweite. Finde ich doch ganz gut. Ist auch was eher langsames, so ein Geist. Aber der hat ultra viel Leben. Okay, wir kommen da hinten raus. Zack, Truhe. Okay. Hier ist einfach kostenloser Shit. Finden wir gut. Zack. Zack. Na gut, hilft ja nichts. In dieser Reichweite kommen wir so oder so. Die Reihenfolge ist nicht optimal. Wir sind ein bisschen zu weit gespreadet hier an der Stelle. Weil wie fast der Boy ist, ey, das ist der Wahnsinn. Okay. Aber haben wir eine gute bestanden. Alle Diener pro Clan. Oh, okay. Treuester Diener erhält plus 24 Leben. Edelsteine können verwendet werden, um Diener zu verbessern. Relikte bieten bessere globale Effekte. Zaubersprüche können während dem Spiel gewirkt werden, um Diener beim Überleben zu helfen. Wie mache ich das? Das hier ist ja kein Edelstein. Oder ist es ein globaler Effekt? Das ist ein Relikt. Oder was? Wir wissen es nicht. Aber okay. Schlüssel. Münze.
und zurück. Autsch. Das tut dem Kleinen doch weh. Aber gut, jetzt jemand anders vorne, der tankt. Oh ne, er hat es nicht geschafft. Da hinten hat es auch einer nicht geschafft. Okay. Öffnen wir wieder den Laden. Wir können noch ein Fledermaus kaufen, dann haben wir zwei Fledermäuse zum Interagieren. Diener verbessern, weniger Aggro. Hier da auch 12 Leben. Aus denen werden dann immer kleine, okay. Schauen wir uns die Sache trotzdem mal an. So. Die Fledermäuse. Hatte ich nicht noch. Da, ich habe doch zwei Fledermäuse. Drei Karten. Warum müssen es bei denen drei sein? Okay, aber bei denen müssen es wohl drei sein. Zack. 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 Da hinten, um sich für das Schild auf die Schnauze geben zu lassen, oder was? Und da eben. Und hier lang. Mal schauen, ob es klappt. Okay, also Dunkelheit rennt durch. Das hat richtig Fast and Furious. Gut, schafft's auch. Schaffen's alle, sieht cool aus. Okay, jetzt sind da mehr Furunkel gespawnt. Machen wir halt noch jemanden schneller. Den Zombie. Zack. Er ist ja genauso schnell wie die anderen. Okay, nächste Schüssel. Holy shit. Da gibt es aber richtig auf Schnauze. Suchen mal das Schild zu holen. Ey, die haben alle so eine Angriffsreichweite. Ist ja der Wahnsinn. Der hat halt ordentlich Leben, der Zombie. Hm, könnte aber sein, dass nicht ausreicht. Weil jetzt hat er. Ne, da hat er eine Schüssel, also hat er nicht Schild. Oh, er hat es nicht geschafft. Das heißt aber, ich habe jetzt wieder einen Mini-Zombie auf der Hand, ne? Ein Jade Held, nochmal ein Imp, ein Scott, ein Ork, der zieht Aggro. Nochmal sowas. Okay. So, jetzt habe ich zwei Zombabys. Aber ich brauche wieder immer noch drei. Interessant. Okay. Dann gehen wir jetzt draußen vor der Tür wieder ab. Ah, ich brauche da auch noch einen Schlüssel. Und da unten. Das sind richtig viele Schlüssel, die wir brauchen.
Der Geist hat den Schlüssel. Ich wechsle doch schön die Sachen durch. Ah, der schafft's nicht. Damit leider auch eine Truhe nicht. Aber die bleibt da stehen. Die ist jetzt einfach näher dran in erster Linie. Okay. Eigentlich mehr Diener sind immer besser, oder? So. Ah, okay. Die werden dann zu einem... zu Stich. Dem Schwert von Bilbo. Macht natürlich Sinn. Es hat halt gar nicht so viel Sinn, glaube ich, wenn ich da in die Feindbereiche rein... Weil ich brauche halt echt noch die Schlüssel, ne? Zack. Schafft ihr es? Ich hoffe. Autsch. Ja, das wird zu schaffen sein. Die Masse macht's. Der Ork wird's nicht schaffen. Okay. So. Nehmen wir doch den hier und geben ihn den Ork, weil der ist ja hauptsächlich sowieso dafür da, um Aggro zu ziehen. Den zweiten Slot hat er aber leider nicht. Wir können nämlich auch noch jemanden mehr Geschwindigkeit geben. So. Der Ork sollte irgendwo dahin. Ich bin mir momentan noch nicht so ganz sicher bei diesem Spiel, wie strategisch das eigentlich wirklich ist. Also es kann sein, dass man später halt echt harte Dings hat daran arbeiten muss, um zu überleben und so. Momentan sehe ich das aber noch nicht so. Vor allem hast du ja auch eine Masse an Dienern dann irgendwann. Es müssen ja nur ausreichend durchkommen. Wenn sie ihre Gegenstände durchjonglieren, ist es auch okay. Okay, da waren noch Schlüssel übrig. Aber reicht trotzdem, um in die nächste Ebene zu kommen. Ich habe gar nicht alle gebraucht. Verdammte Kombinierung mit den zwei Karten. Also man kann die Dinger auch irgendwie kombinieren. Boah, es ist unglaublich heiß. Hier haben wir den Laden. Wir sollten vielleicht auch die Blowbobs nochmal kaufen. Damit wir halt... Ne? Boah, ist das heiß. Damit wir... die dann auch wieder kombinieren können, die verbessert sind. Rennt, meine Kleinen, rennt! Jetzt fängt es an, dass unsere Leute wehtun. Es könnte sein, dass hier eine Schüssel nicht durchkommt. Wobei, da hinten kommen ja nochmal welche. Der hat richtig harten Delay. Okay. Wir müssen den Zauberer mehr mittig platzieren, weil der so einen krassen Delay hat. So,
So, wo sind Schlüssel, die wir brauchen? Wir brauchen noch zwei Schlüssel. Nehme ich natürlich die härtesten Schlüssel. Die beiden hätten es nämlich auch getan. Der hat es nicht geschafft. Ein Schlüssel ist schon angekommen. Hat gereicht. Oh, ein neuer Geist. Können wir brauchen. Den da, den da. Jetzt nehmen wir einfach alles. So, jetzt haben wir aber Geister kann ich auch nicht kombinieren, weil ich auch drei brauche, ne? So, Fledermäuse haben wir jetzt aber genug. Echo. So, genauso haben wir vielleicht wieder genug. Nee, Zombabys haben wir noch nicht genug. Die können wir aber hingegen wieder kombinieren. Sind es nur die Dunkelheitsviecher, die weniger brauchen? Kann das sein? Legende. Ah, verdammte, kombinieren mit nur zwei Karten, weil wir diese Artefakt haben. Jetzt raff ich's. Das heißt, den hier können wir auch nochmal kombinieren. Zu Raff. Mega. Okay, und dann gehen wir hier lang. Da, da, da. Das war's schon an Schätzen. Oh shit, Alter, die haben dir ja richtig aufs Gesicht gegeben. Alter, sind hier meine Nachbarn so laut? Ich höre die ganze Zeit so ein Klopfen, ey. Ich frage mich, ob das in-game ist oder nicht. Die waren kurz gestunt durch die Fähigkeit von dem einen, weil der den Raum verlassen hat. Ist ordentlich. Der hier braucht dringend weniger Delay. Ach, das gibt ihm sogar weniger Geschwindigkeit. Ich dachte, ich hätte das andere auch. Wing geben wir mehr Leben und weniger Geschwindigkeit. Der hat leider schon voll. Rabe vielleicht. Der sowieso fast ist und viel Leben hat. Zack, zack, zack. Wir brauchen noch einiges an Schlüsseln. Wir müssen auch da unten noch hin. Zack. Zack, zack. Zack. Den da müssen wir auch holen und dann da unten wieder rein. Heilige Scheiße, machen die Damage. Das ist in-game. Diese Klopfgeräusche. Reicht's? Ja. Das war auf jeden Fall ein kleiner Einblick in Tower Escape. Finde ich eigentlich ganz nett. Überragend fand ich es aber auch nicht. Ist halt hauptsächlich ein kleines Rätselspiel von nebenbei Pimmeln. Aber mir hat jetzt so ein bisschen die Deepness gefehlt. Klar kann man da wahrscheinlich eine Menge machen und es wird wahrscheinlich auch deutlich schwerer. Aber letzten Endes, wenn ich das Geld habe, warum sollte ich nicht alle Karten kaufen? Solche Fragen sind da halt ein bisschen offen. Nun, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Einblick. Einblick, das hier ist eine 6 von 10 und bis dahin, haut rein.